Rot. Ja, Nela, schnapp dir eine Krähe. Die wissen es schon. Wenn sie kommt, dann muss ich verschwinden als Krähe. Nee, ich hab gerade angemacht. Das finde ich jetzt, das ist ein Vergleich zwischen Mutter und Sohn. Ja. Das ist auch interessant. Aber sie überlässt sie ihm schon nicht mehr, sondern sich futtern zu zweit. Ja, genau. Aber immerhin, weil, das ja, geht. Ja, aber früher hat sie es ja dann ihm sofort überlassen. Das nicht mehr. Nein, nein. Jetzt haben wir alle drei. Wunderbar. Wunderbar. Wie die essen gerade. Ja, ja. Gell, Nobby, alles zu mir. Pfote drauf und herziehen. Ich weiß nicht, das ist sie. Nein, hier. Schau an. Ein halbes Rind wahrscheinlich. So ein Hinterteil. Aber Gott, das ist ein Raben. Ich habe im richtigen Moment abgeguckt. Und deswegen sind hier zum Beispiel Raben. Wie das. Das sind Aasfresser. Und das, was von denen zurückkommt. Sommerschule. Helmut, was los? Aber wenn der Jung da ist, dann haben wir echt ein Klimaproblem. Dann haben wir mal man muss auch noch ein bisschen mehr haben. Das ist ja klar. Da war natürlich die Joanna hier direkt ein ganz tolles Show. Das ist doch dann bewundernswert. Na ihr Kinder hier. Rupf, rupf, rupf. Das ist jetzt wieder. Das sind Noppi, wieder die Zwillinge, ja. Noppi und Joanna Ela. Gemüse. Ja. Giovanna hinten. Ja. Aber putzen könntet ihr euch mal wieder. Das war jetzt, ich habe noch nicht geantwortet, aber weil ich gestern einfach spät abends.